Stunden funktioniert. Inhaber, Veranstalter und Hauptattraktion in einer Person. Diese Veranstaltung, dieser Abend, dieser Kampf ist so eine Art Geschäftseröffnung. Tag der offenen Tür. Hier gibt es die Visitenkarten. Zwei Linksausleger, heißt direkt ist die Schlaghand, wobei man das bei Sturm dahingehend relativieren muss, als dass er gerade mit der Linken unglaublichen Druck ausüben kann. Wenige Boxer im Mittelgewicht, wo die Linke eine derartige Wirkung hinterlässt, beziehungsweise hinterlassen hat, weil noch reden wir in der Vergangenheitsform. Die richtige, wenn er die zur Gegenwart macht, dann ist er auf einem guten Weg. Jetzt erstmal weg mit dem Ringrost. Erste Runde zum Warmwerden. Erster Kampf für Felix Sturm seit dem 11. Juli 2009. Damals gegen Corin Gever am Nürburgring gab es einen einstimmigen Punktsieg nach 12 Runden. Aber Lorenzo macht mit. Und er schlägt wild und unkonventionell. Fritz Dunek, sein Trainer. Ich habe den Felix Sturm noch aus ganz jungen Jahren als Stift in Leverkusen. Von 90 bis 93 Trainer der Boxabteilung von Bayer Leverkusen. Da hat Sturm angefangen. Aufpassen auf den Kopf, sagt der Ringrichter Luis Pabon, 44 Jahre alt, Schiffslotse aus Puerto Rico. Ist heute sein 98. Titelfight. Wir haben kurz die Linke gesehen von Sturm. Die haben sie reaktiviert, wiederbelebt, noch ein bisschen variabler gemacht mit Fritz Dunek. An der Rechten haben sie massiv gearbeitet. Da war sie. Da ist die Linke und dann sofort die Deckung hoch, Fäuste zusammen und so schlägt Giovanni Lorenzo in allererster Linie auf die Deckung, wobei den hat er erwischt. Das ist ein guter, ein interessanter Kampf. Felix Sturm. So, und spätestens jetzt ist er im Thema. Der Ringrost nach 14 Monaten Pause ist endgültig ab. Hat so viele Sparringrunden absolviert wie noch nie vor diesem Kampf. Insofern kann man ihm das unterstellen. Muss man aber nicht. Sein Fitnesscoach Clive Salz hat ohnehin gesagt, Staub und Spinnweben auf den Handschuhen von Sturm habe ich nicht festgestellt. Er sagte uns, es ist wie bei einem Tänzer, der ein Jahr nicht getanzt hat. Sobald der Musik hört, fängt er an zu tanzen. Das ist fast ein poetischer Ansatz. Wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. In der ersten Runde wurden die Instrumente gestimmt. Jetzt wird getanzt. Hinweis aus der Ecke von Lorenzo. Ergreift die Initiative. Warte nicht, bleib nicht stehen. Lorenzo hat uns im Vorfeld erzählt, er hat sich Felix Sturm nicht angeguckt. Ich boxe jeden, wie es kommt. He-Man oder Superman. Ein Mann aus San Cristobal, der Dominikanischen Republik. Durchaus einer mit Humor. Auf der Pressekonferenz am Montag ist er im Trikot von Borussia Mönchengladbach aufgelaufen. Heute mit der Hymne des 1. FC Köln hier eingelaufen, um die 18.000 hinter sich zu bringen. Erfolgmäßig. Der ging zum Körper, dann lässt er die Deckung fallen und Sturm geht sofort rein. Und Lorenzo versucht mit dem Seitwärtshaken Sturms Deckung
sinken zu lassen. Sturm ist fit, voll austrainiert. 40 Kilo verloren in 6 Wochen. Für die Damen und Herren, die an der Grenze zum Übergewicht abgeworfen wurden, ist schon das eine Leistung. Aber er hat gleichzeitig noch Muskelmasse zugelegt und an seiner Athletik gearbeitet. Da ist er wieder, die Linke. Versucht der Aufwärtshaken. Und sobald er die Linke fallen lässt, kommt Sturm. Ein taktischer Boxer, ein analytischer Boxer. Man hat sich in der Vergangenheit immer mal wieder über seine mangelnden Puncher-Qualitäten ausgelassen. 39% seine K.O.-Quote. Giovanni Lorenzo bei 69. Gehört damit zu den Besten im Mittelgewicht. Eine Sturmrunde. All for Mama stand auf dem Stirnband, das er beim Einlauf getragen hat. Auch das ein liebevoller Gruß an seine Frau. In den vergangenen 14 Monaten Vater geworden und Geschäftsmann. So, inwieweit kann Lorenzo hier ins Drehbuch eingreifen und Sturms Comeback Blockbuster hier torpedieren. Schlägt vorbei und fängt. Schlägt vorbei. Scheint nicht so richtig Dampf hinter den Fäusten zu haben. Giovanni Lorenzo. Das ist so ein Eindruck von hier unten. Die Linke kam zumindest mal an. Wenn er trifft, dann wischt er meistens. Für den Moment war die Deckung offen, dann kommt die Linke. Das ist die große Stärke von Felix Sturm. Haben wir vorhin ja schon kurz drüber geredet. Die meisten haben die Linke nur, um den Gegner am langen Arm durch den Ring zu führen. Er schlägt und Deckung hoch. Linke von Lorenzo auf die Deckung, da versucht das mit dem rechten seitwärts. Sturm taktiert, Linke trifft wieder. Und Lorenzo wischt oder schlägt vorbei. Jetzt hat er in der Ecke stehen. Und da kommt sofort der Hinweis aus der Ecke von Lorenzo, geht da raus. Aufwärtshaken, fliegt vorbei. Wieder zum Körper, sehr variabel, was Felix Sturm hier anbietet, als hätte es die Pause nie gegeben. 37. Profikampf, 33 Siege, 14 K.O., 2 Niederlagen hat er einstecken müssen. Der letzte im Juni 2006 gegen Javier Castillejo, ein technischer K.O. in der 10. Runde. Das ist so die einzige Gefahr, die wir im Moment hier ausmachen, dass Lorenzo glücklicherweise trifft. Auf diese Runde eine Sturmrunde. Hinweise von Fritz Dunik. Wenn die Schläge von Lorenzo vorbeigehen, dann musst du kommen. Wir haben das in vielversprechenden Ansätzen gesehen. So, da flog zum Beispiel die Rechte vorbei. Da war Sturm dann allerdings in der Rückwärtsbewegung. Da sieht man sehr gut die
Unterschiede zwischen beiden Boxern, der Techniker Sturm und der Schläger Lorenzo. Ist ein gerne bemühtes Motiv, um so ein bisschen die Gegensätze herauszustellen. Hier greift's in dem Fall. Lorenzo mit großem Kraftaufwand. Holt immer wieder weit aus und segelt dann vorbei. Und Sturm kommt kurz und ansatzlos. Hier zum Beispiel. Volles Brett. Drüber gelangt. Oh, Verzeihung, fliegt vorbei. Die linke zweimal im Ziel. Rechte von Lorenzo geht ausnahmslos auf die Deckung in dieser Runde. Sulek mit dem Hinweis von draußen, bring die Rechte. Auf Verzagen. Ja, und da sehen Sie schon, wir sind in der vierten Runde. Die Hände werden schon schwer bei Giovanni Lorenzo. Zweimal zum Körper. Sturm lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Achtet sehr auch darauf, wie die beiden Boxer stehen. Felix Sturm aus der Ringmitte diktiert das Kampfgeschehen. Und Lorenzo reagiert nur. Linke kommt. Schöne Links-Rechts-Kombination. Linke im Ziel. Oh, war ja. Könnte ein schlimmer Abend werden für Lorenzo. Unser Experte, wie sieht es aus in den ersten Runden? Sieht ganz gut aus, oder? Ja, ich denke auch, also Felix ist wirklich hochkonzentriert und boxt eigentlich genauso wie ich es erwartet habe. Und jetzt kommt doch schon ab und zu mal die Schlaghand, der trifft doch immer mehr. Und also jetzt bin ich mir eigentlich schon sicher, dass er hinten raus wahrscheinlich durch K.O. gewinnen wird. Also K.O.-Wahrscheinlichkeit sehr hoch, vielen Dank. Würde ihm gut tun fürs Comeback. Ist ja schon kurz angeklungen, so eine richtige Abrissbirne ist Felix Sturm nicht. Aber ein K.O. hinterlässt Eindruck. In der kompletten Branche. Linke kommt, Lorenzo geht vorbei, Linke trifft wieder. Lästig und schmerzhaft. Beide Boxer kämpfen mit den gleichen Handschuhen. Giovanni Lorenzo wollte eigentlich die etwas härteren Dinger auspacken. Felix Sturm hatte da gestern gar nichts dagegen. Und trotzdem hat sich dann seine Delegation dagegen entschieden. Also beide jetzt das gleiche Fabrikat, etwas weicher. Aber das sind, Sie sehen das selbst, auch keine Kuschelwerkzeuge. Immer große, enorme Ausholbewegungen bei Giovanni Lorenzo. Atmet schon nur noch durch den Mund. Schiebt immer wieder den Mundschutz nach vorne, um ein bisschen besser Luft zu bekommen. Linke zum Kopf. Sturm ist klar.
Chef im